Psychologie, das verrät ihr über ihren Charakter. In einer Bar kann man wunderbar Menschen beobachten. Egal, ob nervöse Tinder-Dates oder die Gruppendynamiken in Frauen- oder Männerrunden, langweilig wird es dabei garantiert nicht. Wer welches Getränk bestellt, ist dabei eine kleine Sozialstudie für sich. Denn unser Lieblingsdrink sagt mehr über uns aus, als wir glauben. Wer gerne Gin Tonic trinkt, legt in der Regel Wert auf die Meinung anderer. Sie gehören zu den Fans des Wacholderdrinks? Dann machen sie vermutlich irgendwas mit Medien und leben in einer überteuerten Altbauwohnung. Die ständigen Mieterhöhungen nehmen sie aber recht gelassen hin, solange ihr Instagram-Account weiter so gut läuft. Mit Sekt geben sie sich nicht zufrieden, unter echtem Champagner geht für sie nichts. Sie stehen am liebsten als stille Beobachter, in am Rand, mitten im Getümmel ist nicht ihr Lieblingsplatz. Viele Menschen halten sie anfangs für arrogant, entdecken aber nach und nach, dass sie zwar genau wissen, was sie wollen, sich aber trotzdem gut in andere hineinversetzen können. Das haben sie ihrer exzellenten Beobachtungsgabe zu verdanken. Ab in die neue Hipster-Kneipe im Innviertel? Das ist so gar nicht ihre Szene. Margarita-Fans findet man eher in der Vorstadtbar. Was andere von ihnen denken, interessiert sie nicht die Bohne, ebenso wenig, ob etwas gerade im Trend ist. Sie möchten einfach ihren Spaß haben und nicht an morgen denken. Denn der Alltag kommt schneller wieder, als ihnen lieb ist. Weinliebhaber, innen sind sehr soziale Menschen. Sie lieben Partys und plaudern gerne bis zum Morgengrauen mit ihren FreundInnen. Sie kennen so eine, en Rosé oder Pinot Grigio Connoisseur. Dann ist ihnen eine gute Zeit sicher. Sie sollten sich allerdings hüten, dieser Person in Weinlaune ihre tiefsten Geheimnisse anzuvertrauen, es sei denn, sie möchten, dass bald die ganze Runde sie kennt. Der Kraftbier-Afficionado ist der neue Weinsnoop. Sie gehören zu den Fans von IPA und Co. Fragezeichen. Dann können Sie vermutlich mindestens 20 verschiedene Sorten mit allen Geschmacksnoten aufzählen und haben auch kein Problem damit, das jedem ungefragt zu beweisen. Ihre FreundInnen nerven Sie damit manchmal, aber im Grunde wissen die ja, dass Sie ein liebenswerter Nerd sind. Experimente? Nicht Ihr Ding. Anders als die verwandten Kraftbierfans lieben sie ein gutes, ehrliches Pilz. Die Etiketten müssen nicht kreativ verspielt sein, und ständig neue Hipster-Sorten brauchen sie erst recht nicht. Ihr Bier mögen sie so wie ihr Leben, unaufgeregt, bodenständig und ohne große Überraschungen. Statt im neuesten Club der Stadt verbringen sie ihre Abende lieber entspannt im Biergarten. Ihr Lebensmotto? Work hard, play hard. Wenn Sie sich einen Drink gönnen, dann muss sich das auch lohnen. Espresso Martini ist die optimale Wahl, denn die Kombination aus Koffein, Alkohol und Zucker macht Sie wieder so richtig fit. Wenn Sie nach einem sehr langen Tag aus dem Büro kommen, Sie haben gerne die Zügel in der Hand. Und zwar sowohl im Job als auch im Privatleben. Sie legen Wert auf Ihr Äußeres und Ihre Gesundheit, und das darf auch jede wissen. Kalorien an Getränke verschwenden? Nein, danke. Deshalb lieben sie Wodka-Soda, fast keine Kalorien. Kein Zucker, kein Gluten. Jetzt brauchen sie nur noch eine, Gesprächspartnerin. Mit der, dem sie sich über ihre Lieblingsthemen, Ernährung und Sport, unterhalten können, und der Abend ist rundum gelungen.